Die jülicher Schullandschaft in der Zeit zwischen den Weltkriegen war schon sehr ausdifferenziert. In der Stadt gab es konfessionelle Volksschulen. So wurde ein Schulgebäude aus der Kaiserzeit als katholische Volksschule genutzt. In der Nähe besuchten evangelische Schüler ihre eigene Volksschule. Dorthin kamen auch jüdische Kinder, um die Schulpflicht von 8 Schuljahren zu erfüllen. Weil die Schülerzahl durch die Expansion Jülichs im Heckfeld stark wuchs, baute man an der Grenze der alten Stadt ein neues Schulgebäude, das ab 1926 zur Verfügung stand. Ab 1931 wurden in dieser wegen der Lage sogenannten Promenadenschule nur Mädchen unterrichtet. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden zuerst die Geschlechtertrennung und dann auch die Konfessionsgebundenheit der Schulen aufgehoben. Im Schulgebäude aus dem Jahr 1901 am Neusser Platz legten nur männliche Schüler am staatlichen Gymnasium ihr Abitur ab. Seit 1933 wurde das nationalsozialistische Gedankengut sukzessive durch Personalwechsel und Vorschriften in den Schulalltag und die Bildungsinhalte integriert. Für das vom Orden der Franziskanerinnen betriebenen Mädchengymnasium wurde 1930 ein hochmoderner Neubau an der Römerstraße errichtet. Im heutigen Jülicher Stadtteil Barmen führte der Orden der Salesianer ab 1919 eine private Missionsschule für Jungen, die Ende der 1930er Jahre wie auch das Mädchengymnasium aufgehoben wurde. Der bäuerliche Nachwuchs erhielt fachliches Wissen in einer Winterschule, die 1929 zur Landwirtschaftsschule aufgewertet wurde. Handwerkerlehrlinge wurden von Lehrern verschiedener Schulen sonntags unterrichtet. Ab 1925 stand ihnen ein eigenes Gebäude als Berufsschule zur Verfügung. Die Erwachsenenbildung war nach der Reichsverfassung eine kommunale Pflichtaufgabe. Vornehmlich Mitglieder der in Jülich führenden katholischen Zentrumspartei übernahmen hier die Lehrtätigkeit. Angesichts der wachsenden Arbeiterschaft in der Gesellschaft sollte damit wohl auch ein Gegengewicht zu den neuen linken Bewegungen in der Stadt geschaffen werden.